Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Störsee Zweitkanal. Lasst doch gerne ein Abonnement da, ne? Nicht vergessen, wenn ihr öfters mal reinschaut oder zum ersten Mal hier seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir spielen hier immer die neuesten Spiele, die gerade so rauskommen oder die mir am meisten Spaß macht mit meinen Freunden oder alleine. Ja. Wir zocken heute Above Snakes. Ein Spiel in Top-Down-Ansicht, welches Survival-Aspekte hat. Es ist so ein Survival-Game, würde ich sagen, Top-Down. Die Besonderheit dabei ist, dass die Map immer und immer erweitert wird. Die ist am Anfang sehr klein und wird immer größer. Wir schauen mal ganz kurz rein, damit ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier die Map und die besteht aus so Squares. Und nach, so wie ich das verstanden habe, wird Stück für Stück die Map erweitert mit von mir ausgewählten Sachen. Ich bin sehr gespannt. Ja, lass uns einfach mal reindiven. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Was wird? Wir spielen. Wir beginnen eine neue Reise, was auch immer das zu bedeuten hat. Storyline gibt es, soweit ich weiß, auch ein bisschen. Wir gucken einfach mal, was uns heute erwartet. Wir schauen rein. Prost. The conflict between the settlers and the first people was at its peak. The drums of war echoed across the land like a never-ending thunder. Krieg also. While war raged on, a love blossomed from the fields of hate. And from that love, a child was born. Ayana, who would eventually grow into her own, chose to travel the lands and learn for herself the histories of her lineage. With a heavy heart, her mother stayed behind in a town called Corpse Creek. Corpse Creek. Hier, sieht gut aus. Erinnert mich an Red Dead Redemption. Interrupted by a light of brilliant green. The awe of such an event quickly dissolved into horror as a flurry of stones of flame descended upon the town. Most folks fell victim to the debris and smoke that consumed the land, though the survivors quickly discovered that the bodies did not remain still. Zombies. That night, Ayana had stayed in a lumberjack settlement far away from her beloved mother. Aber sie hat das Licht gesehen. Okay, also es ist auch mit wahrscheinlich Kampfaspekten gegen diese Zombies. Wilder Voice Crack, aber müssen sie selber wissen. So. Ich wach auf. Da bin ich. Oh, man kann mit Controller zocken. Let's go. Machen wir das mal. Okay, zack, da sind wir. Och, fuck, Mann. Unglaublich. Okay, wir haben hier unten auf jeden Fall HUD. Warte mal. Bist du wach? Jo, unten rechts haben wir hier so Sachen. Ich glaube, die sind relativ wichtig. Ich würde mal unten links mich hinsetzen. Da kommen jetzt die ganze Zeit so... Wahrscheinlich so... Sprachbubbles. Müssen wir mal gucken, ob ich da einfach kurz irgendwie... ausweichen kann oder so. Wir gehen mal raus. Wir gehen raus. Ach so. Rucksack. Zack. Kann ich jetzt raus? So, LB für den Rucksack. Zack. Wir haben einmal noch Verbrauch, Ausrüstung, Basenbau. Man kann auch eine Base bauen, so richtig. Also so wie es in Survival Games... Hier steht meine Tasse, ne? Diese kleine weiße Fleck, der hier ab und zu steht. Ich stell die mal woanders hin. Ja, man kann auch seine Base bauen. Also ich bin mal gespannt. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. So, das ist unser Land bisher. Wir haben ein Dings. Einen einzigen. Ein Dings, ja. R, um nach links zu drehen. Rechts, um nach rechts zu drehen. Ja, obviously. Manche Dinge kann man schwierig sein, Dinge aus einem bestimmten Winkel zu sehen. Du kannst die Kamera... Okay, also ich kann den hier machen. Okay. Und das war's mit der Map. Also am Anfang sind wir... Oh. Wer ist denn hier verreckt, Alter? Alter, moin. Oje, oje, sagt sie. Schnieft und weint. Was sollen wir nur tun? Ich mach mal den hier, okay? Dieses... geht's dir gut? Ich bin verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich hatte eine Aufgabe, ne? Nur zu lesen. Also es geht mir wohl gut.
Es ist einfach. Mein Haus, mein schönes Haus, es liegt in Trümmern. Und die ganze Siedlung auch. Oh Gott, sieh mich an. Wie ich mir wegen meines Hauses die Augen aus dem Kopf heule, während all diese Menschen ihr Leben verloren haben. Es ist alles so chaotisch hier. Soll ich sie nochmal fragen, ob sie gut geht? Frag sie, ob du helfen kannst. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um dir zu helfen? Eigentlich schon. Die ganze Siedlung liegt in Trümmern. Wir können also jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Zuerst brauchen wir Holz. Auch wenn wir das Sägewerk dort drüben haben, zweifle ich, dass wir genug Holz haben, um die Häuser wieder aufzubauen. Blablabla. Hast du eine Axt, die ich mir leihen kann? Ich habe meine Axt gesucht, aber ich kann sie in Trümmern nicht finden. Ich habe allerdings einen Feuerstein. Ach, klasse. Außerdem habe ich noch dieses Geweih, vielleicht kannst du es auch noch... Okay. Okay, also in der Umgebung, ich komme mal wieder hier zurück. Hilfe in der Not. Es sieht so aus, als ob die Leute meine Hilfe brauchen. Ich brauche eine Axt, um ein paar Bäume zu fällen. Aber Johan hat mir nur einen Feuerstein gegeben. Mal sehen, ob ich was finden kann. Okay, man geht also so ein bisschen durch die Gegend, schaut sich das Ganze an. Enno, ist die Tür noch auf gewesen? Ach, klasse. Dankeschön. Kiefer durchsuchen. Kack ich mal wieder hier auf. So, Ast habe ich bekommen. Neuer Bauplan. Primitive Axt. Wunderbar. Kann ich noch einen holen? Knack. Noch ein Ast. Okay, warte mal, wie war das jetzt? So. Und jetzt kann ich... Nee, hier... Zack, primitive Axt. Bei Herstellen. Schön. Mit dieser Axt kann ich Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Okay, cool. Machen wir das jetzt einfach, oder? Nee, nicht durchsuchen. Y. Nee, warte mal, was? Y? Ah. Und jetzt hau ich dagegen. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Und dann macht man kritischen Schaden an dem Baum? I guess. Wir haben Ast, Holz und neue Bauplan. Primitive Spitzhacke. Okay. Steine sind eine wichtige Ressource, um zu bauen. Ich kann eine einfache Spitzhacke herstellen, um damit ein paar Felsen zu zertrümmern. Geil, dann machen wir das. Hupsala, wir machen das hier. Hupsala. Hier. Boom. Geweih. Mit dem Geweih machen wir das jetzt? Ja, gut, müssen wir selber wissen. So, auf Y kann ich jetzt wechseln. Nee, RT, hier hinten. Okay. Da bin ich jetzt gerade drüber, hier unten links unter mir. Warte. Hier unten links unter mir ist so ein lüttes Ding. Da sehe ich meine Waffen, die ich habe. Da kann ich mit Y wechseln. Hoppala. Nee. Oh. So. Ja, die Steuerung ist ein bisschen crazy, muss ich sagen. Ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Ne, nur damit ihr Bescheid wisst, wo ich hier die ganze Zeit meine Sachen herhole. Das ist hier unten unter mir. Quasi. So. Hol mal Stein. Ah, danke, Leute. So, man levelt anscheinend auch die Fertigkeiten mit der Spitzhacke. Und jetzt kann ich auch Feuerstein herstellen, ne? Wurde mir gerade gesagt. Okay. Wenn man also Items findet, kann man auch nach und nach dann neue Sachen erstellen. Also gut, Zeit anzufangen. Meinst du nicht auch? Das Sägewerk wird nur zum Verarbeiten von Holz. Vielleicht ist es in Zustand unbrauchbar. Wir müssen also ein Haus aus Baumstämmen bauen. Aber zuerst, oh je, wie könnte ich das, bevor wir ein Haus bauen können, müssen wir das alte natürlich abreißen. Mein Verstand dieser Tage wirklich nicht zu gebrauchen. Wenn du einen Hammer herstellst, kannst du damit ein altes, zerstörtes Haus abreißen. Ah. Sammle Pflanzenfasern. Okay, Pflanzenfasern, wie mache ich das? Wo kann ich denn Pflanzenfasern? Hier vielleicht, wa? Aber wie? Hier mit Spitzhacke? Nee, warte mal, hä? Vielleicht mit dem Feuerstein? Das ist die Map. Okay, warte mal. Oh, noch ist ein bisschen schwierig, die Steuerung gerade, weil man macht so... Vielleicht mit dem Feuerstein...
Nee, aber jetzt habe ich das nicht als Waffe. Vielleicht jetzt mit der Axt? Aha. Mit der Axt anscheinend. So. Neuer Bauplan, Hammer. Cool. Und jetzt kann ich hier hingehen und Pflanzenfasern. Ich brauche noch einen. Knack. 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 So. Jetzt kann ich, oder? Ja. Zack. Also man craftet wirklich von Anfang an. Ich weiß halt nicht, wie weit das halt geht. Also die Steuerung, da muss ich echt noch... Was ist das jetzt? Achso, hier, abreißen. Scheiß auf das Haus. Ciao. Um etwas selber bauen zu können, brauche ich eine Werkbank. Dafür brauche ich Fasern von Pflanzen in der Nähe. Okay, also es ist halt wirklich, ne, typisch Survival-Game. Einmal alles bitte. Von ich brauche eine neue Unterhose zu ich brauche eine Werkbank. So. Oh, hier haben wir Holz. Schön. Zack. Cool. Haben wir noch genug? Hier ist die Werkbank. So viel braucht man ja natürlich jetzt auch nicht dafür. Das ist ja immerhin schon mal etwas. So, jetzt haben wir hier Werkbank. Zack. Komm, die packen wir mal hier direkt ins Haus. Zack. So. Gehen wir mal hin. Ich habe das Chaos beseitigt, die Meteoriten angerichtet... Ach, Entschuldigung. Ich habe das Chaos beseitigt, das die Meteoriten angerichtet haben. Zeit, Joanne eine neue Unterkunft zu bauen. In der alten Sägemühle finde ich bestimmt noch etwas Holz. Da habe ich tatsächlich. So, Werkbank. Ah, guck mal hier. Okay, wir sammeln noch mal ein bisschen Holz von hier. Heben wir einfach mal auf. Oh, jetzt ist der Haufen weg. Kann ich das hier noch aufheben? Ja. Okay. Ich hebe einfach mal ein bisschen auf. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein bisschen was. Kann ich das Sägewerk hier auch kaputt machen? Oder kann ich das renovieren? Okay, warte mal. Zack. Zack. Zack, nicht, dass ich irgendwann überlastet bin, ne? Aber irgendwie das Player-Model erinnert mich an irgendein Spiel. An irgendwas erinnert mich so diese Grafik auch. Ich glaube, es war hier West Hunt. Die ganzen Models erinnern mich irgendwie an West Hunt. Diese Polygon-Graphics, you know? Okay, wir machen mal 4 von den Holzfundamenten. Zack. Und dann stellen wir die jetzt einmal mal her hier. So. Zack. 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 Warte, habe ich nur noch... Habe ich alle weg? Okay, eins mache ich noch. Okay. So. Zack. Jetzt habe ich hier 4 Holzfundamente. Jetzt brauche ich Wände. Ein Fenster reicht, oder? Ach komm, ich fäll noch ein bisschen Holz. So. Bisschen Holz geht. Guck mal, meine Äxte verbessert 5 oben. Ich weiß nicht genau, was bedeutet. Ich hoffe, es wird noch erklärt. So, zack. Kein Plan, was ich hier gerade aufgehoben habe. Ah, 2 Holz. Pflanzenfaser noch fürs Dach. Ich denke, jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen sammeln, damit ich gleich hier... Wieso sieht das hier so verbrannt aus, die Stelle? Ach so. Ist ja auch wieder so ein Stück vom Meteoriten gelandet, wa? So. Hau ich daneben? So, tschüss. Hier Holz. Nicht, dass das hier an der Map runterfällt. Warum bin ich denn gehockt? Eigentlich. Komm, den machen wir noch. So. Schön. Ganz tiefenentspannt. Äxte verbessert 8. Ich frag mich, was das... Oh! Ich wurde vom Dings erschlagen. 30 HP verloren. Ach, hey, Jemine. Ne? Naja. So, wir machen... Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm, ein Fenster. Ne, 2 Fenster. So. Pass mal auf. Pass mal auf. Nee, warte.
Warte. Ich habe einen Plan. Sie soll sich ja auch wohlfühlen, ne? Jetzt brauchen wir noch eine Tür, warte. Haben wir eine Tür? Ja, hier, schön. Hallo. Bienenwachs? Achso, nee, hä? Never fucking mind. So, wir haben die Tür. Schön. Zwei Fenster sind mit drin. So, jetzt. Holzdach. Drei kann ich machen. Ich glaube, ich brauche noch einen. Ein Holz brauche ich noch. Dann fällen wir mal den Holzbaum. Wenn das überhaupt ein Wort ist. Man kann auch irgendwie Tiere jagen, habe ich gesehen in dem Spiel. Und sehr viel hat auch in der Wüste stattgefunden. Man kann angeln, all sowas. Also, es ist halt deeper, als es bisher aussieht. Ich glaube... Alter, der Baum ist gegen den anderen geflogen. Schön. So, und jetzt... Gehe ich nochmal hier hin. Und crafte nochmal ein letztes Holzding. So. Und jetzt, meine Damen und Herren... Kann ich das drehen? Aha. Und hier so... Fuck yeah. Bitteschön. Wow. Sie sehen dieses tolle Haus an. Tolle Arbeit. Wie? Nach 18 Jahren sprechen Sie endlich über die Person, die da hinten tot auf dem Boden liegt. Und dann so, ach, by the way, jetzt wo mein Haus steht und du zwei Tage damit verschwendet hast, mein Haus zu bauen, ich glaube, die Person da hinten atmet noch. Mir ist aufgefallen, dass die Person da drüben noch atmet. Er hat gestern den Abend den Rauch der Meteore eingeatmet und wurde ohnmächtig. Später schien einige Trümmer verletzt zu haben. Okay. Was wir wissen aus dem Trailer, finden einen Wundverband. Einen Wundverband? Wo soll ich einen Wundverband finden? In meinem Haus? Hier? Sprinten und Ausdauer. Ja, mein Gott. Aber habe ich hier drin einen Wundverband? Finde einen Wundverband. Öd. I try. Kann ich hier ins Haus? Ah! Ein Wundverband. Hm. Da lebt ja noch einer. Okay, wir gehen mal raus und versuchen mal, dieser Person zu helfen. Der ist doch bestimmt ein Zombie. So. Oh nein! Er hat sich in eins dieser Dinger verwandelt. Sei vorsichtig, die sind extrem aggressiv. Kämpfe. Ausweichrolle L. Reindrücken. Und jetzt? Ach so, oh mein Gott, ist ja blutig. Oh. Jetzt aber. Oh fuck. Jetzt aber. Oh fuck. Einmal dahinter. Schlag, Schlag, Schlag. Daneben. So, plündern. Was eine Verschwendung von einem Druckverband, Freunde. Ich fass es nicht. Neuer Bauplan, Knochenaxt, Alter. Der Arme, ich glaube, die Leute, die den Rauch der Meteoriten eingeatmet haben, verwandeln sich in diese Monstrositäten. Es ist so furchtbar. Du siehst blass aus. Geht es dir gut? Sag ihr, dass es dir gut geht. Mir geht es gut, ich bin nur ein bisschen hungrig vom Arbeiten und Kämpfen. Wir sollten noch etwas zu essen haben in der Umgebung. Von Hunter's Rest gibt es jede Menge Beerensträucher. Warum benutze ich diese Karte nach ein paar Beeren? Jetzt habe ich eine Karte. Kann ich jetzt Welt editieren? Okay. Ich kann die Welt editieren. Also da bin ich sehr gespannt auf diesen Aspekt. Ein neues Weltenstück ist bereit. Geil. So, darauf bin ich jetzt nämlich am meisten gespannt. Wir können jetzt... Ein neues Weltstück habe ich jetzt freigeschaltet. Das seht ihr ganz unten rechts. Jetzt kann ich hier auf RB gehen.
Moderates Klima. Und kann ein weiteres Stück einfach hinzufügen. Und ich schalte im Verlauf des Spiels mehr frei und kann sie auch so umorganisieren, dass ich vielleicht am Ende effektivere Laufwege habe oder so. Das ist super kreativ. Das ist sehr, sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an Siedler von Catan. Oder so. An so ein Brettspiel. Oder warte, wie hieß das nochmal? Dorfromantik, ne? Dorfromantik habe ich nie gespielt, aber ich glaube, das war ähnlich. Zumindest vom Vibe mit den neuen Sachen hinzufügen. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier oben. Zack, neues Weltstück. Das ist ja ultra cool irgendwie. Ja, jetzt kann ich halt hier so die Beeren sammeln. Erkundung. Um mehr Weltstücke zu erschaffen, musst du zuerst deine Umgebung auskundschaften. Der Fortschritt deiner Erkundung wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Beachte, dass du durch Erkundung bis zu 3 Weltenstücke aufsparen kannst. Die Erkundung dauert aber dauert länger, je mehr Weltstücke du hast. Warte mal. Was für Erkundung? Heißt das jetzt, ich muss hier so einfach rumgehen und dann habe ich erkundet? Oder wie ist das? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ach so. Also je mehr ich einfach mache und freischalte und so weiter, desto mehr Fortschritt bekomme ich unten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Baum fälle, guck mal, wenn ich jetzt hier den Baum einfach noch fälle, dann gilt es auch noch mehr als erkundet, I guess. Und ich kann theoretisch ein neues Weltstück hinzufügen. Ich glaube, was es dann letzten Endes wird, ist scheißegal. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss mal meine Kamera. Ich glaube, die macht woanders mehr Sinn. Ich glaube, die Kamera wäre tatsächlich hier so am besten. Weil ansonsten, weiß ich nicht, verdecke ich unten die ganze Zeit mein Inventar und ich glaube, das ist nicht so cool. Ich bleibe einfach mal hier sitzen. Ich glaube, hier verdecke ich nichts. Und ihr seht alles. Ich glaube, das ist okay. Eins in den Chat. Nein. Ich streame nicht. Ich bin offline, Freunde. So, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Stein abbauen. Wir machen das einfach mal. Und jetzt kommt man nämlich in den Grind. Oh, der Sommer. Guck mal, wie geil die Sonne ist. Schön. So, jetzt esse ich ein paar Beeren. Okay, zack. Okay, wenn ich einfach nur Y hier unten drücke, auf den Beeren, verspeise ich die direkt und mir geht's besser. Okay, cool. Jetzt fäll ich nochmal den Baum. Nee, ich will noch ein Weltenstück. Ich fäll nochmal den Baum. Bin schon bei Äxte 10. Meine Äxte können, glaube ich, auch nicht kaputt gehen, so wie ich das sehe. 3 Holz. Schisch. Okay. Wir haben gleich das nächste Weltenstück. Ich würde das nur mal ganz kurz freischalten. So. RB. Noch eins. Moderates Klima. Ich würde das einfach mal hierhin machen, glaube ich. Schön. Ist einfach dasselbe nochmal. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Space drumherum. Das ist ja ganz schön. Nicht verhungern habe ich geschafft. Ich gehe mal zurück zu Joanne. Wo ist sie denn? Anna, es tut mir sehr leid. Doch, ich musste die Siedlung verlassen. Von der Grenze wurde eine Kutsche geschickt, um die Überlebenden abzuholen. Das Mindeste, was ich jetzt noch tun kann, ist dir die Hütte zu überlassen. Du hast sie ja immerhin auch gebaut. Es heißt, die Seuche breitet sich von Corpse Creek aus. Man berichtet ebenfalls von Meteoriten, die dort eingeschlagen sein sollen. Einfach furchtbar. Die meisten Menschen, die überlebt haben, sind wohl geflohen. Doch einige sind angeblich dort geblieben. Mit ihnen zu sprechen, bringt vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel. Grüße, Joanne. Alter. Die blöde Kuh. Die solchen Kopfs überlebt haben. Angeblich gibt es in der Nähe ein Lager. Ich muss mehr Informationen zu dem sammeln, was passiert ist und herausfinden, ob es Überlebende gibt. Okay. Verbliebenen Häuser bieten wertvolle Ressourcen zum Überleben. Benutze den Hammer und reiße die verbliebenen 2 Gebäude ab, um diesen Ort zu deinem eigenen zu machen. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir das. Okay. Ich soll jetzt einfach die restlichen Häuser einfach abreißen. Ist das nicht mein Haus?
Warum soll ich das abreißen? Ich habe jetzt... Hä? Warte mal. Ich meine, die sind doch noch viel besser zum Wohnen, oder? Naja. So, das ist jetzt mein Unterschlupf. Kann ich jetzt reingehen? Hier ist legit nichts drin. So. Finde das Lager der Überlebenden. Wir können jetzt mal gucken, ob wir mit dem Hammer das bewegen können. Nee. Ja, steht jetzt hier so draußen rum, ne? Ist ja scheiße. Kann ich das nicht bewegen? Kann ich hier irgendwie... Werkbank verbessern kann ich. Werkbank geht bis Stufe 6, Alter. Das ist heavy. Okay, ich muss jetzt das Lager der Überlebenden finden. Ich gehe davon aus, dass ich dafür mehr von den Kartentischen brauche. Weil, ist einfach so. Wir können einen Kartografietisch machen. Das sollten wir wahrscheinlich auch tun. Alter, Federn. Ein Ast. Und nebenbei sammeln wir, würde ich mal behaupten, jetzt einfach weiter ein paar Ressourcen, wa? Und dann finden wir irgendwann das Lager. Denke ich mir. So, zack. Baum gefällt. Jetzt sind wir schon wieder der Hälfte wieder. Da einmal Holz. Ja, dann lass uns doch mal... Wenn ich jetzt den haue... Guck mal, dann kommen da so kleine Bären raus. Das ist ja cool. Okay, ich bin ein bisschen müde. Okay, lass uns mal schauen, was wir so hier am Tisch machen können. Warum bin ich eigentlich gehockt? Wie mache ich das? Achso. Okay, Werkbank. Holz. So, was können wir machen? Wir machen mal ein Bett. Bett ist, glaube ich, gut. So, wir haben ein Bett. Oh, eine Pflanze. Geil. Schön. Kann man so ein bisschen dekorieren. Ist ja übel geil. Warte mal. So, jetzt können wir hier auf RT. Bett. Kann ich das hier hinbauen? Ja. Warte. Zack. Und dann brauchen wir noch die Pflanze. Hier in die Ecke. So. Ist ja schon fast wie zu Hause hier. Okay, hier kann ich speichern und schlafen. Das ist tatsächlich genau das, was ich erwartet hatte. Aber okay, wir können jetzt upgraden. Unterschlupf und Vorteil. Ah, Unterschlupfstufen. Ah. Befestigung. Schärfen deine Waffen, deine Nahkampfschaden. Ah. Ah, und jetzt kann ich den Vorteil auswählen, den ich haben möchte. Für Stufe 1 meines Unterschlupfs. Ach, das ist ja cool. Okay, also hat man, je größer das Haus wird oder je cooler dein Unterschlupf, desto mehr Vorteile bekommst du auch. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. So. Zack. Wir holen uns mal nochmal ein bisschen Stein. Fällen nochmal ein paar Bäume, holen uns noch ein paar Pflanzenfasern. Und irgendwie Bienen brauche ich. Bienen. Was war das nochmal? Bienenwachs? Scheiße. Lass mich mal gucken. Warum hockt die denn mit dem Stuff? Warte mal. Wir gehen nochmal hier ran. So, Pflanzenfasern und Bienenwachs. Ich denke mal, das finde ich an Bäumen. Ich untersuche einfach mal die Bäume. Da habe ich eben auch Federn gefunden. Vielleicht finde ich ja hier auch Wachs dann. Warte mal. Feder. Ast. Ast. Mehr kann ich nicht untersuchen. Ich gehe nochmal hier hin. Nichts gefunden. Feder. Ast. Hier kann ich Blaubeeren finden, obviously. Aber Bienen wachsen doch auch an Bäumen, oder? Theoretisch. Ich habe aber ein neues Weltstück. Nur Äste. Literally, nur Äste. Okay, neues Weltstück. Füllen wir mal das Viereck hier, oder? Och, wieder nix. Hier ist jetzt ja überall nur Scheiße. Oh, hier. Aber warte mal, muss ich dafür den Baum fällen? Ich habe Angst. Ich habe Angst, den Baum zu fällen.
Ist nicht schlimm. Geil. Bienenwachs und Honig. Brauchte ich nur einen Bienenwachs? Ich habe jetzt ordentlich Damage bekommen dadurch, ne? Aber ist okay. Warte mal, wo ist... ist hier noch irgendwo ein Bienenstock? Nee. Das war's. Aber... wir haben ein neues Weltenstück. Können wir jetzt bauen. So, wo machen wir's? Hier oben, wa? Da haben wir alles erstmal, um unser Lager zu erreichen. Um unser Lager herum. Also wir haben jetzt ja nur die ganze Zeit den Stuff um uns. Also dieselbe Dings. Dieselbe Platte, wenn man das so nennen darf. So, warte mal. Nee, lass erstmal zur Werkbank. Ganz kurz gucken, ob wir vielleicht jetzt schon unseren Dings upgraden können. 3 Bienenwachs. Okay. Brauchen auf jeden Fall mehr Bienenwachs. Aber mehr Bienen finde ich nicht. So. Ja, fällen wir weiter Bäume. Und leveln ein bisschen, ne? I guess. Oder? Zack. Bleibt uns ja erstmal nichts anderes übrig. Würde ich behaupten. Wenn wir hier um unser Hauptlager herum vielleicht so einfach ein paar Dinger bauen. Vielleicht geht das dann einfach automatisch irgendwann, dass sich das ändert. Oder wir machen jetzt unendlich dieselbe Platte, weil wir das Ziel nicht erreichen und quasi der Algorithmus des Spiels ist so stuck. Und kann uns keine neuen Dinger geben, weil es noch nicht zum Tutorial gehört oder so. Oder weil es schon zu advanced fürs Tutorial wäre. Wir sammeln Blaubeeren. Dann haben wir auch gleich schon die nächste Platte. Ey, wir haben 26 Blaubeeren. You can't beat me. So. Neues Weltenstück. Wir machen hier die Ecke zu. Immer noch kein Lager. Was soll ich denn jetzt hier die ganze Zeit mit diesen Feldern? Ich brauche Bienen. Bees. Ich bin auch irgendwie überhaupt nicht müde. Also, bau einen Kartografietisch. Den habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen irgendwie. Bin ich blind? Habe ich übersehen, dass wir den Kartografietisch bauen können? Oder? Komm, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ich habe das Gefühl, ich bin dumm. Wahrscheinlich die meisten von euch rasten gerade innerlich aus. Guck mal, immer wenn ich was in der Hand habe, dann... Achso, ich kann ja sprinten, oder? Nee, wie war das nochmal? Scheißegal. So, Werkbank. Wir gucken jetzt nochmal. Hier ist er doch! Tinte? Wie soll ich eine Tinte finden? Ich will nicht drüber reden. Wir lassen es einfach. Ich lasse mal hier draußen stehen. Achso, guck, genau das meinte ich. Leute. Ich baue die ganze Zeit dieselben Kartenstücke. Genau das meinte ich, weil ich ein Vollidiot bin. Habe ich wieder nicht gelesen und wir haben die ganze Zeit nur eins gehabt. Egal, jetzt sammle ich Stein und dann haben wir auch ein neues Stück für unsere Welt hier. So, ich sammle Stein. Oh komm, der eine geht noch. So, jetzt kriege ich, glaube ich, am Kartografietisch kann ich hier eine neue Dings lernen. Für 4 Steine. Zack. Ebene, Wald. Biome. Während deiner Reise wirst du auf verschiedene Biome stoßen. Du kannst diese Biome überall auf der Karte platzieren, aber gib Acht, dass du Übergänge zwischen deinen einzelnen Biomen schaffst. Die Biome an den Rändern des Waldstücks müssen zu den abgrenzenden Weltenstücken passen.
Lol. Woran erinnert mich das? Warte mal. Warte. Carcassonne. Carcassonne, glaube ich, oder? Das war nämlich so Straßenbau und Dörferbau mit diesem Plättchen, wo man dann... Ich glaube, es war Carcassonne. Das ist ja krass. Ja, sorry, Leute. gut, ich sammle jetzt Holz und erkunde wieder ein bisschen, damit ich gleich das Waldstück freischalte, okay? So, zack. Oh, schöne große Eiche. So, wir essen mal ganz kurz ein paar Blaubeeren. Und dann fällen wir nochmal den Baum hier. Ja, wobei, wir brauchen, wenn überhaupt, ein bisschen Stein. Holz haben wir, glaube ich, genug. Ich bin manchmal wirklich... Könnte ich mich hauen. Vor allem, ich habe eben zweimal aktiv nach diesem Tisch gesucht in dem Menü und habe ihn nicht gefunden. Und ich dachte mir so, ja, dann ist er halt nicht hier. Aber ist ja Bullshit. Ist ja richtig Bullshit. Na, jetzt habe ich auf jeden Fall hier ein bisschen Fläche immerhin. Ja, true, Carcassonne war das mit den Straßen. Fun Fact für alle, die bis jetzt geguckt haben. Für alle, die jetzt gerade zuschauen. Ihr seid an einem exklusiven Fun Fact dran. Zu dem Spiel Carcassonne. Und zwar, als ich bei Instinct 3 angefangen habe. Oder kurz davor, da war ich noch in Hannover in meiner alten Wohnung. Da habe ich... Jetzt haben wir das neue Weltenstück, ganz kurz. Machen wir so, oder? Zack, schön. Da sind jetzt auch Bienen dran. Cool. Als ich kurz davor war, bei Instinct 3 anzufangen, da, ja, hatte ich noch niemanden kennengelernt, so. Da war meine allererste Aufnahme, war Carcassonne. Die ist niemals released worden. Aus, ich weiß nicht mehr warum, Gründen. Da haben wir Carcassonne gespielt. Und damals, das wäre so witzig, wäre dieses Video noch irgendwo zu finden, hatte ich mit Max und Papo aufgenommen. Also wir hatten uns gemeinsam verabredet oder Max hatte mir auf Instagram geschrieben, so, yo, hast du Lust? Ich knack den jetzt weg hier. Warte mal, alles gut. Zack. Schön. Schön. Auf jeden Fall, sorry, dass ich die ganze Zeit abschweife, hatte mich Max damals gefragt, so, hey, Sebastian, damals kannten wir uns ja nicht, noch nicht. Und so, ey, Sebastian, hättest du Bock, mit uns aufzunehmen? Wir wollten Carcassonne spielen. Und ich damals so, klar. Und in diesem Video hat Max damals gesagt, in seiner Aufnahme, yo, Leute, heute eine Runde Carcassonne mit Splatterman TV und Lepix. Weil Lepix damals mein alter YouTube-Name war, wer es nicht wusste. Und da hatte er mich damals als Lepix vorgestellt. Das Video kam irgendwie nie online. Aber bis heute hilarious. Ich sterbe gerade. Ja, alles gut. Ja, er hatte mich damals als Lepix vorgestellt. Das war schon hilarious. Ja, wie gesagt, ich wünschte, das Video wäre noch irgendwo zu sehen, aber ich glaube, da haben wir mal Fehlalarm. Ich glaube, das passiert nicht mehr. Aber es war hilarious. So viel zum Spiel Carcassonne. War meine erste Aufnahme damals. Und da habe ich das Spiel echt gespielt und es war das erste Mal, dass ich das gespielt habe. War geil. Hat Spaß gemacht. Gab es damals, als es so eine PC-Version rausgekommen. Okay. So, wir müssen jetzt nochmal den vollen Wald hier erforschen. Warum warte mal Durst? So, ich krieg so Durst, wenn ich rumlaufe, ne? Obviously. So, das kann ich hier jetzt erkunden.
Wald. Zack. Geil. Okay, und jetzt kann ich Wald bauen. So tiefen Wald. Zack. Schön. Ein Tier. Neues Weltstück zu entdecken. Oh, da ist das Lager, oder? Yo, das ist das Lager. Lager der Überlebenden. Kann ich sogar schon erforschen, weil ich so viel gesammelt habe. Schön. So, Karte. Kann ich meine Dings... Oh, jetzt wird es auch Nacht langsam. Es wird langsam dunkel. Ich brauche eine Feuerstelle, damit ich Licht habe, um etwas zu essen zu kochen. Nee, um... Und etwas zu essen kochen kann, das war's. Zubereitete Mahlzeiten sind nahrhafter und liefern zusätzlich Boni. Mhm. Okay, ich würde jetzt einfach mal... Ach, ich brauche Pflanzenfasern. Fuck. Scheiße. Gut, dann hole ich mir jetzt schnell Pflanzenfasern. War das hiermit? Mit der Axt? Ja. Ich heile mich mal auch ganz kurz hoch. Alter, die Bienen haben mich gerade richtig zerfickt. Also, for real. Hunger und Durst geht halt automatisch runter, ne? Ich denke die ganze Zeit, ich bekomme Damage, aber das ist ja gar nicht so. So, Pflanzenfasern, wie viel brauchte ich nochmal? Ich habe jetzt 4. Perfekt. Dann, Werkbank verbessert. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen optischen Unterschied gab, aber... Zinnerz? Alter! Also ich merke, es wird immer deeper und deeper. Es ist jetzt natürlich sehr... Hier kann ich eine Feuerstelle craften, das brauchte ich. So. Platzieren wir mal schön hier in die Mitte, würde ich sagen. Einfach hier so hin. Schön. Kann ich einen Ast reinlegen und dann geht's auch schon los. Was kann ich jetzt kochen? Knochen? Honig? Ungenießbar. Ach, fuck. Das ist ja witzig, dann kann man da so Sachen reinlegen. Okay, ich würde sagen, ich... Alter, wie schön. Das ist ja mega schön, guck mal. Ach so, nachts kommt Zom... Der spuckt ja, scheiße! Warte mal, kann ich irgendwie schnell mir eine Axt oder so craften? Dann kann ich ein bisschen kämpfen. Weil so müde bin ich ja noch gar nicht. Yo, hier. Bienenwachs brauche ich jetzt hier für Scheiße. Okay, ich könnte aber auch so kämpfen. Ich habe ja eine Axt. Komm, den fick ich. Die kleine Ratte, komm her! Wo ist er? Hier. Spuck ruhig. Ich bin Dodge Master. Kritisch. Alles gut. Ist er tot? Okay, ich plündere ihn. Vielleicht hat er was Wertvolles dabei. Ein Knochen. Geistige Gesundheit 0. Okay, langsam wird es auch kritisch mit Müdigkeit. Für den Morgen haben wir auch ein neues Weltenstück direkt. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier schön schlafen. Kann ich die Tür zumachen? Schließen. Zack. Schlafen. Schön. Die Frage ist, heilen wir uns jetzt? Ach, guck mal. Über Nacht sind wir jetzt auch wieder Full HP. Das ist cool. Das ist cool. Lager der Überlebenden ist mein neues Stück. Zack. Machen wir hier hin, oder? Oder hier? Ach, hier. Warum nicht? So, und hier ist jetzt ein kleines schickes Lager gespawnt. Bereite eine Blaubeerenschale zu. Ach, man kann also wirklich eine kleine Blaubeerenschale machen. Okay, ich entzünde nochmal. Ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger. So, B, kochen. Jetzt muss ich auf Wasser suchen. Neues Weltenstück kann ich entdecken. Okay, also es wird immer deeper. Das gefällt mir sehr. So. Kochen. Warte mal, B. Kochen. Y. Also das Einzige, was mich ein bisschen stört gerade, bin ich Early-Freunde, dass man so viele unterschiedliche Knöpfe drücken muss fürs Bauen oder Craften oder whatever. Und das ist irgendwie ein bisschen nervig manchmal. Bin ich hier richtig? So. Ja, ihr seht, ich bin durstig. Jetzt habe ich das schon gegessen. Ah ja, jetzt muss ich mich auf jeden Fall auf die Nahrungssuche machen. Blaubeeren geben mir auf jeden Fall ein bisschen was wieder, aber auch nicht viel. So. Kann ich die schon holen? Man kann also hier richtig schön shoppen, wenn man das möchte. Aber Wasser sollte ich auf jeden Fall jetzt mal machen. Da brauchen wir Pflanzenfasern für und
Und Stein. Nee, was war es noch? Doch, Stein war es, glaube ich. So, zack. Gerade eine Errungenschaft und die bekommen lecker. Schön. So, ist noch ein Busch. Was gibt der mir? Äste? Blaubeeren. Da waren aber gar keine Blaubeeren mehr dran, oder? So, Pflanzenfasern. So. Aber nach und nach. Alles mit der Zeit, Freunde. Wir holen uns jetzt gleich einmal das Pflanzen, das Kartenstück. Ich lieb's ja, Progress zu machen, ne? Die ganze Zeit sowas. Aber ich muss auch eigentlich die Mission machen oben. Und zum Lager. Vielleicht können die mir was andrehen. Achso, nee, ich muss zum Kartentisch. Achso, nee. Ah, hier. Guck, weil hier muss man zum Beispiel mit A bestätigen. Da muss man teilweise Sachen mit Y bestätigen. Also, ein bisschen verflucht ist es. Gut, wir gehen mal zum... Ausdauer verbessert. Alter. Alter, guck mal, Leute. Da oben. Wenn ich so springe, mache ich Ausdauer. Weg. Oder besser. Sam Brown, was geht? Guten Tag, Fremde. Wie hast du uns hier draußen im Nirvana gefunden? Ihr seid literally 10 Meter von meinem... Na, ist auch egal. Mein Bruder Greg und ich sind schon seit Tagen hier. Komm nicht nach Hause. Was ist passiert? Wir haben von der Nacht der Flammen in Corpse Creek gelebt. Bei unserer Flucht haben wir einen Großteil unserer Vorräte verloren. Wie habt ihr eure Vorräte verloren? Wir haben die meisten unserer Sachen in eine nahegelegene Prärie verloren. Als unser Wagen bei einem Angriff, nun sagen wir mal, von einer von uns umgestürzt wurde. Wer hat euch angegriffen? Nun, lasst uns im Moment lieber nicht drüber reden. Es war nicht einfach für uns. Nicht. Wir haben Glück. Nicht? Reden die so in Slang? So. Nennt man das Slang? Nein, ich glaube, das ist falsch. Nicht. Umgangssprache, I guess. Diese Lagerfeuer, eine Handvoll Vorräte, sind alles, was zwischen uns im Grab steht. Okay, vielleicht ist es zu viel verlangt, aber wir haben Angst davor, dorthin zurückzugehen. Meinst du, du kannst unsere Vorräte zurückholen? Klar, Mann. Geil, eine Quest. Ich habe eine Quest. Annehmen. Das ist cool, dass es auch Quests gibt. Alter, bis jetzt wirklich ein ultra geiles Game. Also es macht sehr viel Spaß einfach. Und ich bin sehr gespannt, was es noch so gibt für Kartendinger. Okay, finde die See. Oh, Wasser. Trink. Geil. Gesund, steht da. Okay, Leute. Also, ich würde sagen, wir leveln nochmal hoch hier. Und schalten dann die See frei. Ich weiß nicht, was wir da machen können, weil normales Seewasser kann man, glaube ich, jetzt nicht so dolle trinken. Ja, wobei, Not, ne? Solange es kein Salzwasser ist. Vielleicht ist es ja hier ein Süßwassergebiet. Wo man, naja, dann ein paar Bakterien mittrinkt, aber grundlegend nicht viel, weißt du? Das tut man ja auch immer eigentlich. So, hier sind noch Fässer. Alter, Schlüssel? Ein alter Kerzenhalter. Okay, also solche Kisten, wenn man mal irgendwo ist... Die Kisten kann man also einfach easy looten. Metallschrott. Ah, und wenn man neue Materialien findet und neue Sachen. Spielkarten, lol. Und wenn man neue Materialien und so findet, schalten sich auch teilweise automatisch neue Baupläne frei. Das ist... Alter. Also bisher bin ich sehr stunned von diesem Spiel. Okay, dann machen wir da mal die See hin. Oh, und jetzt haben wir... Jetzt haben wir wirklich See freigeschaltet. Warte mal. Jetzt haben wir wirklich See freigeschaltet. Wo ist denn jetzt unser Haus nochmal? Hier, ne? Okay, wir gehen zurück. Wie war nochmal sprinten? Irgendwo kann man immer noch sprinten. Ja, hier, wenn man den reindrückt. Okay. Pflanzenfasern. Ich bin nicht live, ich nehme aber auf. Was kann ich für dich tun? Du hattest hier so ein... Ist das das hier? Ja, da habe ich mich am Anfang gefragt, wo das herkam. Gerne, gerne.
Okay, so. Ja, hier lag nämlich so ein Ladekabel. Ich weiß nicht, ob das... Nee, ich glaube, das habe ich bei der anderen Aufnahme. Hier lag so ein Kabel auf dem Tisch und ich war so, hä, Digga, wo kommt dieses Kabel her? Und dann war es hier ein Kollege von uns. Der hat das hier liegen gelassen. Der hat gestern hier ein Meeting gehabt und hat das Kabel hier liegen lassen. Naja, kam gerade rein, ne? So passiert das dann. So. Zack. Pflanzenfasern. So. Was wollte ich machen? Stimmt, ich wollte die hohe See hier freischalten, ne? Schön, die See. Was ist das hier? Ebene, Prärie. Also Leute, das macht so Bock, wie man sich hier seine... Und das Ding ist, soweit ich das mitbekommen habe, wartet mal. Hier. Man kann editieren. Ich kann die theoretisch bewegen. Und ich kann mir hier so um meine Base herum alle nötigen Sachen und so zusammensammeln. Das ist insane. Man braucht halt dafür Tinte, damit man die Karte umschreiben kann. Aber das ist schon insane. Also so, dieses Spielprinzip, wie jetzt von dem Game, gab es so noch nie. Und das appreciate ich sehr, weil das ist richtig geil gemacht. Ne? Ich bin verliebt. Glaube ich. Ich glaube, ich bin wirklich verliebt. Weil das ist so... Nicht wirklich Cozy Game? Ah, schon fast ein Cozy Game. Fuck. So, wir gehen mal zum Wasser. Komm, wir gehen einfach mal zum Wasser. Ist das hier? Hier. Kann ich hier einfach trinken? Oh. Jetzt ist Nacht. Wasser schöpfen. Ah. Und jetzt sammle ich verschmutztes Wasser. So, das habe ich mich nämlich gefragt, ob ich jetzt hier einfach raussaufen kann. Oder ob das hier... Ob ich jetzt einfach saufen kann oder ob das dreckiges Wasser ist. Und es ist tatsächlich dreckiges Wasser. Okay, Leute. Wir gehen jetzt mal zurück. Wir haben jetzt natürlich noch einiges vor uns. Also, wahrscheinlich. Unendlich, so gut wie es geht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es hier noch ultra viel zu entdecken gibt. Gerade bei den Werkbankstufen hier überall gibt es ja 6 Stück. Bis wir Zinnerz haben, wahrscheinlich irgendwann braucht man hier 80 Diamanten dafür, gibt es noch einiges zu sehen. Also ja, was soll ich sagen? Ich bin echt überzeugt. Also so ein cooles Spielprinzip habe ich echt ewig nicht gesehen. Da bin ich wirklich... Büchsenmacher gibt es auch, Alter. Also, ja, ich bin gehuckt. Ausruhen. Ja, ja, ich bin dabei. Warte mal, ich geh mal rein hier. Und ja, ich würde mich fürs heutige Zuschauen bedanken. Ich find's sehr cool, dass wir gemeinsam mal reingeguckt haben. Dass wir ein paar süße Gespräche führen konnten. Ach, wobei, komm, die Prärie machen wir noch, oder? Können wir die Prärie noch machen? Ich würde die Prärie gerne sehen. Jetzt brauche ich nur 3 Steine. Komm, die Prärie machen wir noch. Leute, ich bin ja kein garstiger Hobbit. Ich will halt mal sehen, wie die ganzen Sachen aussehen, wisst ihr? Oben links ist auch ein Counter von den Tagen, die man schon überlebt. Ist auch wild. So, Stein und Feuerstein. Ich frage mich halt, warum die dann immer so geduckt läuft hier, wenn man so Steine sammelt. Spitzhacke verbessert. Was ich halt auch gut finde, ist, dass man nicht die ganze Zeit die Sachen reparieren muss. Dass, wenn man sie einmal craftet, sie halt auch da sind, so, weil in Minecraft ist das halt cool, aber auch irgendwann super anstrengend, wenn man zum Beispiel immer wieder 80 Spitzhacken mit irgendwo hinnehmen muss, wenn man lange unterwegs ist. Und das finde ich gerade hier ganz geil, weil man einfach nur drauf losmacht, wisst ihr? Okay, wir gehen mal an den Kartentisch. Und schalten die Prärie frei. Was ist das jetzt? Alter, wie geil. Das ist ultra geil. Okay, wir untersuchen einmal hier diesen Baum. Und dann sollten wir auch das nächste Kartenstück haben. Ah, jetzt aber. Komm. Schön. Nein, 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 nein. Hier. Das ist Hammer. Machen wir doch mal direkt hier hin.
Und dann ist auch einfach ein neues Biom. Und dann ist auch plötzlich einfach ein neues Biom. Schön. Yo, da sind die Vorräte. Wilde Minze. Baumwollpflanze. Alter. Hanfpflanze. Und zack, hat man neue Baupläne. Das ist so belohnt. Vanilleblüte? Hanf? Kann man kiffen? Sag bloß, man kann kiffen, Leute. Das wäre der Hammer. Soll ich mal gucken, ob wir uns einen Joint herstellen können? Das wäre heftig. Wir schauen einfach mal. Warte mal. Ausdauer verbessert? Ja, schön sprinten, ne? Ausdauer ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das verbessert. So langsam, wie wir sind. Ich frage mich auch, ob es später vielleicht sogar, nee, noch nichts. Aber man kann sein Gewand ändern, man kann Ringe finden. Eine Halskette, Alter. Werkbankstufe, warte mal, Crafting Mail. Nee, damit kann man leider nur Seile herstellen. Aber ja, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben jetzt zum Beispiel hier moderates Klima, wir haben hier ein einzigartiges Ding. Ein einzigartiges Weltenstück. Das können wir noch bauen. Das sind die verlorenen Vorräte, die wir jetzt eben bei der Mission halt gefunden haben. Und so macht man sich eine riesen Map, glaube ich. Das ist ein ultra cooles Spielprinzip. Also das macht Bock auf mehr. Und das schaffen nicht viele Spiele. Meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe euch ultra lieb. Abonniert gerne rein, falls ihr bis hierhin geschaut habt und neu seid. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Ich lese mir da immer sehr, sehr gerne alles mal durch, wenn ich abends entspannt zu Hause sitze am Handy. Liked doch gerne das Video, falls es euch gefallen hat. Und ja, Above Snacks heißt das Spiel. Und falls ihr darauf Bock habt, ladet es euch runter, holt es euch. Ich kann es nur empfehlen. Ja, in dem Sinne. Kuss auf die Nuss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.